Als Hafenstadt ist Berlin gemeinhin nicht gerade bekannt und doch spielte die Schifffahrt hier früher eine durchaus wichtige Rolle. Der historische Hafen in Berlin-Mitte, nahe dem Alexanderplatz, zeugt noch heute davon. Einmal im Jahr gibt es dort sogar ein richtiges Hafenfest und wie es sich gehört, legte zu diesem auch ein Ehrengast an. Sie war der heimliche Star im historischen Hafen, die goldene Yachtsehnsucht aus Oranienburg. Kein Wunder, so ein prächtiges Schiff liegt auch hier nicht alle Tage. Auf den ersten Blick erinnerte es wohl die meisten an ein klassisches Piratenschiff. Doch das täuschte, die ursprüngliche Funktion war eine ganz andere. Das ist eine sogenannte Statenjacht, das ist eine Statusjacht, niederländische Bauart. Yacht sagt, es ist ein Schnellsegler und es waren damals auch die schnellsten Segler, die es zur damaligen Zeit gab. Der Kurfürst hat diese Yacht als Repräsentationsjacht gebaut und hat damit selbst Kurzfahrten gemacht und hat aber auch seine Gesandten im Ostseeraum zu den Anrainerstaaten geschickt. Und die weiteste Fahrt, die das Original hinter sich gebracht hat, war dann nach London, ebenfalls mit einer Gesandtschaft an Bord. So weit ging es für die Staatenjacht bei der Fahrt von im nahen nördlichen Umland gelegenen Oranienburg nach Berlin diesmal nicht. Doch es handelt sich ja auch nicht um das Originalschiff, sondern einen Nachbau aus dem Jahr 2009. Damals war es die Attraktion der Landesgartenschau in Oranienburg. Dank ehrenamtlicher Hilfe gab es für die Sehnsucht ein Leben danach. Daraufhin haben wir uns als Verein gegründet, als Kurbrandenburgischer Marineverein und haben im Einverständnis mit der Stadt die Pflege und die Erhaltung dieses schönen Stückes übernommen. Ein Jahr später konnten wir dieses Schiff von der Stadt käuflich erwerben und sind seitdem in Abhängigkeit der Spendenhöhen dabei, dieses Schiff auch unter Deck im Stile des Barocks weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, die Geschichte zum Anfassen mit Hilfe dieses Schiffes darzustellen, erlebbar zu machen, Geschichte durch Geschichten und Geschichte zum Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes anfassen. Mit diesem Konzept ist die Staatenjacht ein gern gesehener Gast im historischen Hafen Berlin. Auch hier wird dank ehrenamtlichen Engagements ein historisches Erbe in Erinnerung gehalten. Zunächst mal ist der historische Hafen Berlin eigentlich mit der älteste Ort, den es gibt in Berlin, weil genau hier hinter uns ist die Mühlendammschleuse. Dort war praktisch die Verbindung über die Spree der beiden Dörfer zunächst, Berlin und Köln, und hier ist die Stadt zusammengewachsen. Und der Mühlendamm, das war eben ein Damm, war aufgeschüttet, wo Mühlen waren. Hier war natürlich auch immer eine sogenannte Koppelstelle, das heißt die Schleppzüge oder überhaupt die Schifffahrt, die auf den Binnenschiffen häufig getreidelt und geschleppt wurde, die haben sich hier gesammelt und sind dann wieder, haben ihre Ware auseinander klamüsert oder haben die Schiffe anders zusammengestellt und sind von hier dann wieder weitergefahren. Ebenfalls besonders im Blickpunkt Schiffe mit großer Vergangenheit. Wir, die Berlin-Brandenburgische Schifffahrtsgesellschaft, restauriert und versucht, historische, märkische Schiffe in Stand und vor allem in Fahrt zu halten. Und diese Schiffe sind schon was Besonderes. Das ist vom Stoßboot über einen großen Dampfschlepper bis zu den verschiedensten Größen von Kähnen, aus denen Berlin mal früher aufgebaut wurden. Und diese Schiffe wollen wir einmal im Jahr der Bevölkerung präsentieren. Die beiden Vereine aus Berlin und Oranienburg pflegen gute freundschaftliche Beziehungen, denn eines eint die Mitglieder beider Vereine. Wer hier freiwillig mitmacht, der muss schon ein bisschen bekloppt sein und darf auch nicht auf die Uhr gucken. Wir haben so eine Faustregel, es ist ein Holzschiff, eine Stunde Fahrt bedeutet im Vorfeld 10 Stunden Arbeit. Als Ausgleich gibt es ein Hobby, das nicht jeder hat und das am Ende viele Menschen in ihren Bann zieht.